Hallihallöchen, Hansen-Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Elex 2. Wir nähern uns den Kuratoren, aber ich werde doch den kleinen Gegner einmal machen. Meine Maus richtig hinrichten. So. Der hat noch keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Okay, er kommt auf uns zu. So, mit Crony an der Seite. Ich glaube, die wurden voll chirurgisch. Was macht er? Voll chirurgisch die Eier entfernt. Das sah so richtig leer aus da unten rum. Also nicht, dass ich da speziell nicht hingucke. Es ist mir nur zufällig aufgefallen, natürlich. So, den nehmen wir auch gleich mit und er uns auch. Oh, scheiß Dreierattacke, ey. So, will noch einer? Nein? Gut. Besser ist es. Hat uns jetzt auch wieder das Leben genommen, das wir hier gerade gefunden haben. Ich trinke mal zwei kleine Heiltränke am besten. Oder nur einer? Aber wir hatten doch auch irgendwas zu essen auf irgendeiner Taste. Quickslots. Auf 7. Komm, das nutzen wir auch mal. Also ein kleiner Heiltrank und einmal das Essen. Das passt dann. So, zwei Kuratoren. Wie machen wir das? Beide kriegen wir nicht. Einen kriegen wir. Ah, schwierig. Wie viel Damage machen wir überhaupt? Auch nicht mal so krass viel, ne? Gut, wenn wir permanent in Bewegung bleiben, vielleicht. Aber ich fühle mich wie in so einem Star Wars Stormtrooper Schlacht. Ich gehe immer näher hin. Oh Mann. Aber sonst treffe ich den auch einfach nicht. Aber so. Oh, so Köln. Oh Gott! Ein Schuss knallt schon das ganze Leben weg. Crony geht hart nah ran. Achso, Explosion auch noch. Ich will den einen erstmal kaputt schießen. Ich glaube, wenn ich permanent so. Warum? Auf den. Der will eine Granate schmeißen. Hat er? Wo ist Crony? Ich glaube, Crony hat's erwischt. Oder? Oh, wow. Nee, die zwei sind. Boah. Wir können die auch nicht irgendwie abtrennen, oder? Oh, gut, ich könnte es mal im Nahkampf probieren. Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Ja, noch schlimmer. Okay, aber die schießen auch im Nahkampf. Die haben keine Nahkampffunktion. Okay, nee, dann. Wir sind einfach noch zu untanky. Was man machen könnte, wäre, dass ich jetzt zum Beispiel ausnahmsweise. Ah, sechster Sinn zeigt mir auch. Ach, das zeigt ja auch die kleinen Ratten und so an. Oh, ist eigentlich auch sehr nice. Schützt vor mittlerem Schaden. Wir können es ja nochmal probieren.
Der ist jetzt hinter einer Treppe. Ja. Crony, du Brudi, das wird nichts, ne? Wir müssen die Mission auf... auf noch 2, 3, 4 Level nach hinten verschieben. Ich hätte dir echt gern geholfen, aber... wird leider echt nichts. Den großen Typen könnten wir allerdings wegschnackeln. Wegschnackseln. So. Ist ja möglich. Ein großer ist okay. Vielleicht. Oh Gott, hat er viel Leben. Aber es ist möglich. Guck mal. Man darf sich halt bloß nicht von so einer Scheiße. Oh, der wirft ja gar nicht weit. Oha. Also klar, es kostet einiges an Pfeilen. Aber guck mal. Wir haben jetzt doch schon... Ach, das ist auch noch ein kleines Vieh, Sekunde. Das ist super laut. Au. Sekunde mal. Das ist mir auch wieder ein bisschen too much mit der Lautstärke. Crony! Nein! War cooler, als du unten standest, Bruder. Kripp meine Pfeile. Okay, 500 haben wir noch. Bin ich zu viele weg. Klatschen. Kuckuck. Oh, du gehst auf Crony. 500. Ah, oh, schade, dass wir den Killing Bro nicht gemacht haben. Hohes Risiko erkannt. Empfehle sofortiges Entfernen. Ja, mal gemacht. Schade, das wären bestimmt nochmal 50 Erfahrungspunkte oder so mehr gewesen. Aber hey, wir haben sein Herz. Ah, wobei, vielleicht sollten wir so ein Unhold doch erst erledigen, nachdem wir das Looten-Ding noch hochgemacht haben. Aber, ach guck mal, schon zur Hälfte von, zu Level 17. Mega nice. Aber wir kriegen doch bestimmt noch genug Untiere und so, dass wir die blöden Tränke machen können. Bestätigter Sphärenschnitter, der sieht auch fancy aus, ey. Wieso kämpfe ich eigentlich nur mit einem Schwert und nicht mit einem Schild? Warum bin ich so blöd? Kann ich auch gleich auf zweihändig eigentlich gehen? Ah. Die zweihändigen Dinger sind sogar schwächer. Geil. Ja, was ist denn jetzt mein Ziel? Ja, Jax, angreifen ist optional, sage ich auch immer. Und was willst du mir damit sagen? Kein Grund angegeben.
Wolltest du mir nur diese Steine zeigen? Positiv. Mhm. Das ist ja Fasten. Hey du, warte doch mal kurz. Was willst du? Du bist seit Tagen der erste Mensch, der hier vorbeikommt. Ich brauche deine Hilfe. Wer bist du überhaupt? Tut mir leid, wo sind bloß meine Manieren geblieben? Ich bin Aran. Der Erfinder der genialsten und einzigartigsten Monsterfallen in ganz Tavar. Du musst nicht mehr selber auf die Jagd gehen. Diese Fallen nehmen dir die ganze Arbeit ab. Und wobei brauchst du jetzt meine Hilfe? Naja. Ja, ich höre. Die Fallen funktionieren leider nicht so, wie sie sollten. Ah, und da komme vermutlich ich ins Spiel. Als ich die Fallen im Vor getestet habe, hat alles funktioniert. Keine Ahnung, warum es jetzt nicht klappt. Und ich soll dir jetzt helfen, die zu reparieren. Ich würde dich eher darum bitten, die Monster zu töten, die sich um die Fallen versammelt haben. Wenn ich ohne Beute nach Hause komme, lachen mich meine Jungs aus. Wieso bringst du die Monster nicht mit deiner Waffe um? Weil ich keine mitgenommen habe. Oh, selten dämlich. Pass mal auf, meine Erfindung ist der Durchbruch für alle Jäger. Und wenn sie erst einmal richtig funktioniert, muss sich keiner mehr die Hände schmutzig machen. Kisten aufstellen, Köder auslegen, Geduld haben. Und dann die Biester in die Falle laufen lassen. Bäm! Schon ist die Arbeit erledigt. Warum solltest du ausgelacht werden? Nun. Na los, jetzt erzähl schon. Ja, ist ja gut. In den letzten Wochen habe ich intensiv an meiner Erfindung gearbeitet. Zum Testen habe ich sogar Kinder genommen. Die hatten die perfekte Größe. Da alles einwandfrei funktionierte, habe ich mit meinen Jungs eine Wette abgeschlossen. Wenn ich es schaffe, mit der Vorrichtung Monster zu fangen, muss ich die nächsten Wochen keine Nachtschicht schieben. Ah. Wo hast du deine Fallen aufgestellt? Du musst einfach südlich den Hügel runter. Folge dem Weg. Dann läufst du direkt drauf zu. Eben, wenn das Ding uns fängt, ne? Und was lässt du für mich springen, wenn ich dir helfe? Viel habe ich nicht, was ich dir geben kann. Ein paar Splitter werde ich für dich aber zusammenkratzen können. Ich kümmere mich um deine Viecher. Dein Ernst? Danke, Mann. Ah, das Vieh da oben sieht allerdings interessanter aus. Ich werde hier voll abgelenkt von allen Dingen, Mann. Das ist ja fast. Ich finde, Elex hat so das Balancing zwischen unberührter Natur und Gegnern finde ich gut. Es sind manchmal zwar ein bisschen zu starke Gegner auf dem Weg. Gerade am Anfang, aber es ist nicht. Die Gegend ist nie wirklich voll und leer. Wenn, dann hat es auch meist irgendwas noch zu sammeln oder so. Da oben war auch gleich schon der nächste Gegner, habe ich gesehen. Oh, Entschuldigung, die nächsten. Gegner. Was ist hier? Notizbuch eines Jägers. Och, die hätten hier ruhig einen Elex noch hinlegen können. Und der Jäger, der hat ausgejagt. Aber generell, so war es auch in Risen. Also, das war immer sehr schön, fand ich. Weiß ich auch nicht. Es war immer. Es gab immer irgendwo was zu tun.
Aber nicht zu viel. Oh. Ey, jetzt habe ich gerade deswegen extra mich schlafen gelegt. Ich wollte nur die Pflanze sammeln und durchrennen. Was sonst nicht erwischt, aber na gut. Hat er gerade den Baum angesprungen? Oh, oh, Moment, Moment. Hab ich jetzt doch zu wenig Leben? So, haben wir kurz Pause. Dann esse ich Fleisch. Was ist das denn für ein Komplex? Das wird sich auch empfehlen, den zu erkunden. Das ist ja fast menschlich von dir. Oh, hier sind Minen.